Hallihallöchen, Leutchen und herzlichst willkommen zurück zu einem weiteren Video zu Far Cry 5. Ich bin immer noch Yumika und in der letzten Folge habt ihr es wahrscheinlich schon gemerkt, als ich die Capture Card wieder eigenständig gemacht und das. Dann fahr mal los. Die Aufnahme einfach mal abgebrochen, weil sie Lust drauf hatte. Keine Ahnung, die hat wohl gerade wieder ihren Bäcker. Ich habe keine Ahnung, warum sie das übrigens gemacht hat, weil. Ja, ich weiß, ich bin der Schutzengel, also das ist natürlich jetzt echt blöd gelaufen und wow, wie der hier um die Ecke schlendert, ich glaube, der spinnt ein bisschen. Als Deputy müssten wir den jetzt eigentlich ein bisschen verfolgen, aber wir haben Besseres zu tun. Feuerzeuge suchen zum Beispiel. Wer? Okay, wir müssten jetzt eigentlich da sein, oder? Ja, ja, wir sind da. So, warte mal hier. Hallo, Mrs. Haben Sie hier zufälligerweise ein Feuerzeug irgendwo rumliegen sehen? So, vielleicht ein altes aus dem Vietnam oder so? Nicht? So, antworten Sie mir mal. Hallo, Ma'am. Na gut, dann schlafen Sie halt weiter, ey. Mein Gott, ey. Liegt hier rum, schreibt sich mit Ketchup ein und allen. So eine faule Sau. So eine faule Frau ist das. So, rein hier. Sacrifice. Arise, shine for your light has come. Okay. Ja, so. Warum ist das Licht hierfür an und hier gleich wieder aus? Ich suche mir einen besseren Winkel. Hä? Warum? Egal. Jedenfalls sieht aus, als wären die schon mal hier drin gewesen. Und wir basteln uns natürlich jetzt noch ein paar Sachen zusammen. Ich glaube, hier ist noch jemand drin. Ich habe gerade noch was gehört. Ich sehe einen Piggy da drüben. Ich glaube, hier ist tatsächlich noch jemand drin. Ich rücke vor. Ja. Jetzt ist das Licht natürlich wieder komplett nötig. Der Gang hier. Die paar Schritte hier waren hell genug. Jetzt müssen wir aber hier drüben natürlich wieder was anmachen, weil es hier einfach zu dunkel ist. Ach, und guck mal, das ist der Typ aus den Seuchenminen vom Power Special. Was geht hier denn ab? Weißt du, ihr habt auch gar keinen Bock mir zu helfen, oder? Hä, hey, was geht denn hier ab? Ist der hinter einem Baum oder sowas? Nö. Du bist mir vom Schuss gelaufen, ne? Das ist schon mal klar. Klar, ich meine, wieso nicht? Ja, du bist mir noch in den Schuss gelaufen. Ein Händler. Okay, wir gehen erstmal zum Händler. Ach, da bist du ja. Ja, ich weiß, da bin ich ja. Ich weiß, wunderbare Begegnung für dich. Du bist vermutlich geehrt, aber ich ebenso. Denn ohne euch kleineren Menschen wäre einer wie ich gar nichts. Ach ja, so ist das. So, wir könnten uns jetzt wieder die Sniper holen, aber die hatten wir ja eigentlich tatsächlich nur dabei. Wegen dieser Herausforderung, die wir nicht geschafft haben. Also die läuft im Moment noch, aber ich bezweifle mal, dass ich die schaffe. Weil es ist einfach kackenschwer. Es ist kackenschwer. Und bis jetzt habe ich auch noch keinen Spot gefunden, wie ich das hier irgendwie hinkriegen würde. Deswegen könnten wir tatsächlich den Granatwerfer holen, aber wir haben ja auch TNT und so und das funktioniert ja eigentlich vollständig. Egal, nehmen wir uns die Sniper wieder mit. War eigentlich eine gute Kombo, finde ich. Ah, Moment, komm nochmal her. Kommen wir nochmal her, Mädel. Wir haben noch Beute zu verkaufen. Stapel verkaufen. Schau mal einer an. Schau mal einer an. Da klingeln die Kassen wieder. Da klingeln meine Kassen und die Glöckchen der Händlerin. Geile Sache. Danke, danke. Danke für meine Sniper. So. Wäre cool, wenn man noch so eine Taschenlampe unten dran basteln könnte, dass man jederzeit Licht aktivieren könnte. Licht an, Licht aus, Licht an. Ja, so ist das Leben.
Mal geht das Licht an, dann geht es wieder aus, wieder an. Und wir haben Senf bekommen. Moment, gucken wir mal. Können wir hier herstellen? Der Senf ist nämlich voll. So. Wo liegt, wo war denn jetzt hier dieser Senf? Ja, oh, hallo? Ist hier jemand? Oder Vorräte? Ist auch voll. Das ist es, was ich sage. Es lohnt sich überhaupt nicht, diesen Skill zu holen, weil so oder so immer alles voll ist. Vielleicht ist es zu leicht eingestellt. Das ist eigentlich auf normal eingestellt. Deswegen wundert es mich halt. Und weh, die Tür schiebt mich jetzt hier raus. Glück gehabt. Oh, $250. Wie unerwartet. Okay. Jetzt haben wir schon mal 3 von 12 Feuerzeugen. Eins habe ich ja schon offscreen geholt. Ah, nice. Noch ein paar Dollars. Ah, das ist dieses Blissöl. Warum auch immer? Warum hat der Typ eigentlich Blissöl hier unten? Ach, das stimmt. Die Kultisten waren ja hier unten schon. Ich hätte es vergessen. Aber warum kommen die hier runter? Machen nicht wirklich was, haben den Safe zulassen und alles und haben nur ihr Blissöl hier liegen lassen. Hä? Bin unterwegs. Haben die sich eine Line Blissöl gezogen und haben es dann vergessen mitzunehmen oder was? So, aber irgendwo war doch noch Senf, dachte ich. Ja, dann halt kein Senf für uns. Schade. Ah ja, hier ist ja noch ein Zettel. Total übersehen. Im Blut getränkte Notiz. Es tut mir so leid. Du hast zu mir gemeint, ich solle die Tür zumachen, wenn die Sekte kommt. Sogar dann, falls du noch draußen sein solltest. Also habe ich es getan. Gott steh mir bei, ich habe es getan. Aber ich konnte trotzdem noch alles hören, wie du gebettelt hast. Und wie Phil schrie, oh Gott, diese Schreie, ich höre sie immer noch. Ich will sie nicht mehr hören. Ja. Hat den leichtesten Ausweg gewählt, hä? Immer noch besser, von der Sekte erwischt zu werden, aber krass. Hätte ich jetzt wahrscheinlich nicht können. Ich meine, der Typ hatte eine Knarre. Er hätte es immerhin versuchen können, die irgendwie abzuknallen, die Kultisten, weil... Ja, gut. Sehr wahrscheinlich stirbt man dabei. Ist schon klar, aber es ist immer noch besser, es zu versuchen, als im Nachhinein zu denken, ach du Scheiße, das war echt blöd, jetzt muss ich mich umbringen. Das ist... Nur ein paar Blöcke. Naja. Aber wahrscheinlich wusste er selbst nicht, was er machen soll. Nice. Okay, das holen wir uns natürlich noch. Oh cool, Senf. Jetzt muss man die gar nicht mehr selber einsammeln, oder wie? Das war wirklich kein einfacher Schuss. Der war sogar sehr einfach. Wo liegt er denn? Hä? Der beste Freund des Menschen. Der war doch hier. Oder? Ach da. Nein! Ich hab einen Hasen getötet! Nein! Das ist doch kein Hase. sag mal, das ist doch dieser Kapuzinger oder wie das heißt, dieses bayerische Viech da. Oder? Guck mal. Wie heißen die nochmal? Das ist doch kein Hase. Ich habe noch nie einen Hasen mit Geweih gesehen. Also. Das ist... Ah, ich weiß nicht mehr, wie das Ding heißt, aber das ist eigentlich eher bekannt. Nee, ich kann es nicht. Ich kann es nicht, Leute. Dieses süße kleine Häschen. Aha. Moment, ich muss doch mal zu diesem Häschen hin. Wo war der nochmal? Okay, der Senf ist wieder voll. Ach, da ist er. Hase vor uns. Also da ist... vielleicht kommt es ins Tamt, ne? Wer weiß. Aber nur zu sich einmal. So, Hase vor uns. Ich weiß nicht, ob er den da drüben meinte oder mich. So, wo könnten wir denn jetzt hin? Wir wollten eigentlich hier rüber und dann zu der Mission hier. Also markieren wir das hier als nächstes. Ah, ich weiß, dass der viel bringt. Unterwegs. Deck mich.
verblutet wäre. Nice, wir haben sie gerettet. Alter, wir sind wieder mal ein Held. Ja, genau, du wärst sowas von tot, wenn ich hier gekommen wäre, Mädel. Ich sehe den Hasen. Berglöwe! Was? Berglöwe? Du meinst wohl Bergkatze? Ups. So viel zu und so schnell sterbe ich nicht, ne? Das geht schneller aus, was man denkt. Also, frisst er gerade die Frau? Gut gemacht, Buma. Das passiert schneller, als man denkt. Also, denkt nie, ihr könnt nicht sterben. Nur mal so angemerkt. Fuck. Unterwegs. Deckt mich. Nö. Ich muss hier häuten. Wir brauchen Geld. We need money. Wo ist der denn? Hier habe ich den doch abgeknallt. Oder? Ist er hier runtergefallen? Egal, fuck it. Dann halt nicht. Ärgerlich. Aber was waren das für eine krasse Ballerei hier drüben gerade? Das will ich mir schon gern nochmal anschauen. Huch, was war das denn jetzt? Hier war gerade irgendwas. Ach hier. Stachelapfel. Stechapfel meine ich. Okay, hier können wir uns abseilen. Okay, das sind Unschuldige, aber warum sind da welche im Käfigen? Sollte ich das kapieren? Na gut, dann machen wir uns mal auf den Weg. Ach, das sind diese Jägerbuch, von denen wir ein Kostüm bekommen haben. Okay. Gut. Wolfshaut, danke. Also. Oh cool, der sammelt ja auch Sachen. Voll cool. Wahrscheinlich würde er sie mir nie geben. Okay, der ist hier gestorben. Ich mag die Region jetzt schon. Hier bekommt man natürlich sehr viel Wolfspelz. Wir haben ihn echt erwischt. So, dann machen wir gleich mal Neues. Ich habe zwar keine Ahnung, wie wir das eigentlich machen, hier so im Freien und ohne Werkzeug. Wie verarschen? Also wird das jetzt nicht hochgetäulich. Wo ist der? Ey, hier ist ein halber Waldbrand und das Ding ist einfach mal überhaupt nicht davon betroffen. Das ist das Einzige, was nicht brennt. Verarschen. Hier, geh gefälligst hoch. Weiterfahren, weiterfahren. Hier ist nichts zu sehen. Hier ist nichts zu sehen, sagte ich. Weiterfahren. Was willst du? Ja, wow. Nettes Gespräch, muss ich schon sagen. Könntest du jetzt langsam mal hochgehen? Ich will hier schon wieder so ein Ding werfen. Ja, weißt du was? Fuck it, wir blinden nur so oder so immer genug. What? What? Das willst du mir jetzt sagen?
Ich schieß nicht auf dich! Das war ein grausamer Unfall! Ich wurde doch selbst getroffen! Gut mitgedacht. Alle denken, dass ich böse bin. Echt unglaublich, ne? Okay, jetzt sollten wir aber langsam mal da runterkommen. Tut mir leid. Ich dachte zuerst, es ist so ein Peggy Wolf. Ich weiß gar nicht, wie der Peggy Wolf eigentlich heißt. Ach, egal. Komm, Wolfi! Ja, guter Wolfi. Konnte ein paar gute Sachen abgreifen. Alles ganz praktisch, ihr sammelt die auch. Wird er die auch? Gehirnwäsche, Indoktrination, wie man es auch nennt. Das macht Jacob jedenfalls. Ich würde mich möglichst weit von ihm fernhalten. Nee, ich will ihn eigentlich nicht fernbleiben. Ich will ihn heiraten, wenn es geht. Oh, das sah schmerzhaft aus. Vom Schmerz. Vielleicht können wir was davon brauchen. Vom Schmerzensgras sah es genauso aus, wie wenn man die Tür aufmacht und sich den Zeh dabei anstoßt. Das dürfte ungefähr der Schmerzensgrad gerade gewesen sein. Nur ein bisschen schwächer. Ein bisschen schwächer. So ein Kopfschuss ist nichts, aber so ein angestoßener Zeh, das ist alles, Leute. Das ist alles. Ist der sonst entkommen? Was macht der? Da sind Kultisten hinten. Ach komm, wir wechseln mal zu Sniper. Zurzeit sind wir irgendwie besser mit der Sniper dran. Ich komme mir gerade vor wie ein Hacker. Jeder Schuss sitzt. Welches Ding? Das nennt man Mensch. Oder auch Autofahrer. Aber gut, Wolfi, das lernst du alles noch. Schau mal hier. Moment, ich will mal kurz was ausprobieren. Ah, okay, das kann ich gar nicht. Ich wollte gerade die Klamotten wechseln und schauen, wie das Bild dann aussieht, aber... Naja. Naja. Chess Black und Ali Palmer. Oh, es werden noch andere Sünder gesucht. Ich finde es nur sehr interessant, dass man bei denen die Gesichter so sieht, so Fotoshooting-mäßig, und wir so einfach so PNG, Alter. Wir sind einfach nur so ein PNG. Warum habt ihr angehalten? Schwänze ihr. Wir sind einfach mal so ein PNG. So Gesamtcharakter.png. Und Bär. Hä, was? Was weißt du? Was weißt du? Hä? Was weißt du? Du weißt nix. Nix weißt du. So, jetzt lass mich das Klo untersuchen. Ach, da können wir gar nicht rein. Ja, ganz geil. So, dann würde ich jetzt... Ach, es hat ja jetzt eine Haftfunktion. Ich hätte es auch einfach draufschmeißen können, ich Idi. Mann. Oh, diesmal hat er nicht geknurrt. Ach, der Hund passt auf mich auf. Was so rum ist es. So, was haben wir hier drüben? Leute von uns. Aber warum haben die immer noch die feindliche Flagge da oben? Merkwürdig. Sieht alles ganz normal aus. Sieht alles eigentlich ganz normal aus hier. So sieht es auch bei mir zu Hause aus. Wenn ich so rausgehe, dann sehe ich auch überall so gepflügte Leute, so ein paar Typen, die komisch rumrennen. Sieht alles normal. Ich weiß nicht, was die Leute haben. So.
Den werden wir nicht treffen. So gut sind wir ja dann auch wieder nicht. Ja, aber es wäre schon cool, wenn da jetzt... Da ist ein Gegner. Wir haben ihn nicht getroffen. Schade. Mist, sie kommen her. Ah, Mist, das wäre die ultimative Möglichkeit gewesen, vielleicht diese Challenge endlich zu schaffen. Aber verkackt. Leider, leider verkackt. Ja, ich bin ein wahrer Sünder. So, sind da jetzt noch ein paar Leute drüben, die ich vielleicht doch noch snipen kann? Naja, ich müsste Peggy snipen, Zivilisten zielen nicht. Schade, 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 schade. Das wäre jetzt echt schön gewesen, aber ich weiß noch nicht genau, wie die Kugeln fliegen. Ich kann die jetzt nur auf kurze bis mittlere Distanz einmerken, weil ja, da landen sie genau da, wo ich auch hinschieße. Aber so auf die längere Distanz kann ich das noch gar nicht so sagen. So, dann sind wir jetzt endlich mal da. Unglaublich. Jetzt haben wir 2 Folgen gebraucht, um hier hinzukommen. Der Wahnsinn. Wie ist das nur passiert? Ich weiß es nicht. Ja gut, dann würde ich sagen, ist diese Folge hier an der Stelle beendet. Ich hoffe, sie hat euch mal wieder gefallen. Lasst gerne eine Bewertung da, Daumen nach oben, Kommentare oder vielleicht sogar ein Abo. Würde mich sehr freuen, würde mir auch weiterhelfen. Und ja, vergesst nicht, das Video mit eurer Oma zu teilen, um mir zu zeigen, was heutzutage so hip ist. Bis dahin, Tschüssikowski und...